meinem zweiten Pokémon Go Video. Diesmal bin ich auch hier am Start mit Mikrofon. Und jetzt fangen wir an Stolunio, damit wir meinen Stollradball zu Stollos entwickeln können. Und dann würde ich mal sagen, legen wir los. Okay, ich könnte es in Stollrack entwickelt, aber das wollen wir ja nicht. Deshalb versende ich es in Professor, dass wir noch ein zusätzliches Bonbon kriegen. Mal gucken, ob es ein schillerndes ist. Leider nicht. Was gibt's denn hier für Rides in der Gegend? Oh, Mega-Turtok. Sehr, sehr geil. Eigentlich würde ich jetzt gerne im Fernride kämpfen, aber ich habe nur 94 Pokémünzen und wegen dem Ride... Pokémünzen, Fernride-Pass-Erhöhungen, deshalb finde ich das nicht so schön. Sonst würde ich jetzt gegen Mega-Turtok kämpfen. Dann gibt es auch noch ein Knogger. Und ein Demeter-Ross. Das ist erschienen. Ein Picolente. Kein schillerndes, dann fange ich mit. Und ein Natu. Das fange ich auch mit einer Samenbeere, wenn ich die Xatu entwickeln möchte. Gut. 32 Natu-Bonbons und an Professor schicken. Hallo, ich bin's Gaming Trust und ich bin Pokéfans Kumpel. Ja, der Gaming Trust ist heute bei mir und unterstützt mich bei dem Video oder hört auch nur zu. Und jetzt mache ich ein paar Kämpfe jetzt im Anschluss. Ah, die Rangbelohnungen muss ich auch noch abholen. Das ist mein Spitzenteam hier. Da gewinne ich nur ganz selten mit dem Team. Ich dachte, ich verliere nur ganz selten mit dem Team. Das war jetzt ein kleiner Fehler von mir. Entschuldigung. Der Kampf beginnt. Ja. Jetzt muss ich erstmal meine Idee. Ja, weil ich habe Maritek und dadurch wurde die Sofortattacke Charme beigebracht und die super mächtig hier sind. Auch gegen Wasser-Pokémon ist sie super mächtig und gegen Pokémon wie Tangela auch sehr effektiv. Also, das sind meine ziemlich guten Pokémon hier im Frühlingscup. Da setze ich mal meine Psychokinese ein. Yeah, kein Schutzschild benutzt Gegner. Maritek? Und der Lapras ist weg. Vielleicht habe ich es noch nicht erzählt, aber ich habe schillerndes Lapras einmal in der Go-Kampfliga gefangen. In den Meisterliga-Kämpfen benutze ich es oft, weil ich ziemlich mächtig eigentlich auch. Von dem her benutze ich Sammeln oft auch. Setze ich ein Schutzschild ein, der Kampf ist sowieso gewonnen. Feldforschung abgeschlossen. Schön. Wo ist die? Ach ja, hier bei Friede.
Okay, dann zeige ich euch mal ein paar Pokémon von mir. Das hier, dann noch altes Aloha Kokowai und hier mein schillerndes Lapras. Mein Kikli, auch sehr gut, Flamara und Lapras, das normale. Auch, ich habe halt auch Machomai, weil ich habe mit Gaming Trust habe ich Maschok gegen Maschok getauscht und dann konnte ich zu Machomai entwickeln. Fand ich sehr schön. Und das muss ich mir nochmal Gravums. Es hat so viele Löcher, das finde ich so lustig. Welches Pokémon ist denn erschienen? Ein Picolente schon wieder. Und das war jetzt mein zweites Video von Pokémon Go. Ich verabschiede mich mal und bis zum nächsten Mal. Tschüss.